So, und da sind wir auch wieder, meine lieben Freunde der Volksmusik. Haha, bei ARK. Zusammen Happy mit Birthday YouTube to Johnny. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Ische. Liebe Ische. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Ja, viele Grüße an dieser Stelle von YouTube Germany an Assets Mutti. Nee, an Assets Ische. Wie heißt du denn? Diana. Diana. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So. Birthday Day. Herzlichen Glückwunsch an Assets Mutti. Nee, an seine Ische. Ja, geil. Voll geil. Ich hätte schon längst ausgeschaltet, ey. Scheiße. Direkt mal deabonniert. Ich bin nicht deine Ische. Ich bin nicht deine Mutti. Oh, da gibt's Krieg. Sorry, ein Assets, ein Assets-Vorstand. An die Leiter der Kommission. Nee, ist egal. So, Ja, neue ja. Sergeant Miller ist jetzt auch am Start. Servus. Jo, stimmt. Ja. Dann erzähl uns doch mal, warum du meinst, dass du nicht bauen kannst. Weil ich nicht bauen kann, ich habe zwei linke Hände. Wie sieht denn das ja, aus? Ja, und Glück brauchst nur die rechte Hand für die Maus. Ich habe jetzt schon gedacht, für alles im Leben, für alles Freudige im Leben brauchst du die rechte Hand. Ja. Und nur eine. Ja, deswegen kann ich ja nicht bauen. Aber so. Es muss die rechte sein, es darf nicht die linke sein. Bist du beim nee, ich will mir das gerade nicht vorstellen. Kopfkino. Wollten wir nicht in irgendeinen Dungeon, um mal geschickt das Thema zu wechseln? Danke. Nein, Dungeon, nicht danke. Man kann natürlich auch mit einer Hand. Der Dungeon ist ganz weit weg. Wo denn? Aber wir haben eine Höhle hier ganz in der Nähe. Ja, da können wir auch rein. Zeig mal, wo denn? Wo bist du? Die ist echt fick. Ich bin hier. Warte, bis ich da bin, wo ist hier? Hier! Weil immer noch beim Sergeant beim Haus. Warte mal, Sergeant, hast du hier irgendwo ein Lagerfeuer? Ja, in der Hütte. Weil ich könnte mir. Achso, ich muss aber mal Fleisch mitnehmen aus dem Vieh. In der Hütte ein Lagerfeuer, was sagt denn die Brandversicherung dazu? Ach, haben sie genehmigt. Ein bisschen Nervennahrung. So ist aus Holz. Aus Stroh wäre es nicht gegangen. Oh, ich hab noch ein Stück Fleisch. Hat noch jemand Fleisch drin irgendwo? Ja, ich hab noch. Alter. Ey, ohne Scheiß, ich hab die Namen ausgeblendet. Ich heute mal so daher. Voll mit Müll. Nö, bei mir bist du falsch. Hast du nichts? Ich hab nichts. Was denn, Fleisch? Ja. Also, du ich ist jetzt im Lagerfeuer drin, weil gut von irgendwo Holz. Ey! Auf zum Mucken, ey. Wo ist denn dein Ding? Ja, warte, da brennt dein Vögelchen. komm. Advent, Nazi brennt, Junge. Nimm dir was raus. Ja, warte mal, ich weiß doch gar nicht, wer ist hier. Ich sehe bloß, dass ein T-Rex auf einmal aufs Dach steigt hier. Ja, ich häng mit Drachen fest. Onkel, du kannst ins Haus reinkommen. Warte, ich geh ins Haus, komm. Ich brate schon. Er brät schon. Er ist der Brater des Königs. Auf was soll ich Jet denn leveln? Speed. Ja, Speed. Okay. Wo war die denn nochmal? Beep. 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 Sorry Leute, dass ich momentan busy am Naschen bin, aber eben am Schraclette und ich brauche einen Ausgleich zu den Fetten. Ach, deswegen erstmal Nüsse. Die sind nicht fett. Die sind mit Honig und Salz. Der Noxi gewöhnt sich einfach nicht an mich. Oh, jetzt aber die lange Leitung, oh mein Gott. Ich hab dir schon mal gesagt, du hast abgenommen, ist doch alles gut. Am Hirn. Vom Tisch. So, der Vero ist auch endlich da. Alter, wie er jetzt kam. Vom Tisch. Vom Telefon. Alter. Ich seh schon, komm auf die Gamescom. Moin, Noxi. Halt's Maul. Ja, das ist doch Rivado, das ist das tut schon dann. Oh ja. So, wo Höhle? Ja, nix. Höhle. Ich brauch erstmal noch was zu essen hier, warte mal. Ach, scheiß aufs Essen, wo Höhle? Hä?
Warte, ich komme. Ich komme. Warte mal, hier, Onkel. Doppelflasche. Onkel? Also, da, ich? Neben dir. Da hab ich eins raus, ne? Habt ihr irgendwelche neuen Mods installiert? Nein, hinter dir. Nur 5 Stück. Oh. Das war's jetzt. Ich glaub nicht. Also, wir sind jetzt bei 17. Okay. War wow, richtig flüssig. Boah, wie hier drin steht und einmal mein Fleisch wegklaut, das ist doch Wahnsinn. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Da kommt hier rein, kommt hier angeflogen und kommt ins Haus und klaut mir das Fleisch weg. Was denn sonst? Ich sag doch Scheiß aufs Fleisch. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob in der Höhle irgendwas lebt. Also es kann sein, dass die tot langweilig leer ist. Ich weiß es nicht. Bin nicht sicher. Welche Höhle? Dann kann ich es dir sagen. Eine neue, die ist, da warst du noch nicht drin. Die gibt's erst seit 3 Tagen. Und du weißt auch nur die Lokalisation, oder was? Seit 3 Tagen. Na gut, wenn die Hütte jetzt hier sowieso nicht daneben der Höhle, da kann man erst Fleisch durchbraten lassen und dann später nochmal hinmachen. Dann kann man jetzt erstmal losziehen. Ja, die ist ganz in der Nähe. Oxy, bleib doch mal stehen. Ist doch schon wieder mit dem Vogel auf den Drachen zu landen. Ah, fast. Du musst mir den Krallen in den Kopf reinfleischen. So, Onkel, bist du soweit mit der Flash? Was? Bist du soweit? Naja, ich bin... Nee, glaub nicht. Schon in der Luft wieder. Der Onkel sitzt auf dem Vogel. Gut, dann lass uns mal los. Okay, mir. Ja, was? Los geht's. Ah, so, jetzt bin ich wieder da. So. Ja, was machst du ständig? Warum bist du immer... Ach, dahin ist er. Mensch. Mit dem Feuer nach. Die redundante Lady. Das ging an dich, Jan. Was denn? Warum du immer so weg bist. Ei, weil ich Verbindungsaussetzer hab. Ja, das sieht doch, oder? Ja. Donnert. Doch, bist richtig. Das sieht nur so aus, als wär's nicht da. Es ist aber da. Ganz, ganz kleiner Eingang. Sehr schwer zu sehen. Die Frage ist, ernsthaft? Nee. Doch? Da rein. Warte. Da komme ich aber nicht rein, da ist zu. Da ist massiv dicht. Geschlossen. Warte. Heute nicht offen. Hä? Hier ist zu. Ach, die... Oh. Okay. Sieht vielversprechend aus, ist es aber nicht. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, okay. Sorry. Das wusste ich nicht. Die war, die ist für mich zugänglich. Hä? Wieso? Weil er Chef ist und so. Ja, so in etwa. Gut. Dann Dungeon. Dungeon. Ne, ich will es mal verstehen. Wie? Du kannst ja nur Zugänge erstellen. Also beziehungsweise nur die Freigabe erteilen. Nein, ich kann Geist sein, ich kann durch Wände gehen. Aber dahinter ist eine Höhle oder was? Also heißt es da. Aber du, hey, ruhig. Da muss man doch anders rein. Hey, ruhig jetzt! Schnauze jetzt! Okay, hey, wir sind Moin, ruhig. Mo. Wir haben eben schon gesungen. Guck dir mal die ganze Hallo. Ja. Sag mal nochmal. Also, Gruß auf den Keks. Wir haben schon gesungen. Einmal mal ein bisschen im Stream zurückspulen oder willst du jetzt nochmal machen? Na, das gleich nochmal erstmal fragen, ob sie eben schon geguckt haben. Ich weiß nicht. Weil von der Zuschauerzahl hat sich nichts geändert, deswegen. Doch, ist einer mehr. Eben nicht. Doch, war die Ständchen. Wir haben ja eben gesungen. Was kann ich dafür, wenn du dich einschaltest? Also, würde ich sagen, hier, Kinder, 3, 2, 1, gib ihm. Happy Birthday to Happy you. Happy Birthday. Oh, warte. Alter, wir müssten vielleicht mal gleichzeitig anfangen. Happy Aua. Birthday. Ja. Ich zähl mal runter. Ja. Los. 3, 2, 1. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday, liebe Ische. Hallo, Jana. Happy Birthday to you. Ach ja, Jana hieß er.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ische. Alles Gute. Oh, herzlichen Glückwunsch. Prost. Und Entschuldigung für das schiefste Ständchen der Welt. Ja. Ach, geil. Aber mit Feuerwerk. Ja. Mit Feuerwerk, Junge. Jetzt haben wir sogar in dem Part hier zweimal gesungen. Also das ist ja unerträglich. Also wenn du dadurch nicht mal Abonnenten verlierst. Also, ihr müsst, also wenn der Part kommt, ne, ich nenne den Geburtstagsständchen, dann gleich am Anfang ist das erste Ständchen für deine Freundin. Oh ja. Für deinen Vorstand. Für deine Ische. Kein Thema. Für deine Ische. So, okay, jetzt lass uns mal losfliegen. So. Sonst für deine Mutter. Nee, deine Ische. Nee, warte, lass. Da freu ich mich. Da finde ich gut, finde ich super. So. Also, hört ihr mir zu? Ja. Ja. Nee. Nein. So, auf der Karte ist der Dungeon etwa bei 75. Ich fliege euch nach. Nee, ich fliege euch nach. Was? Warte, 75? Nee, so einen Kack mache ich nicht. Hallo. Okay. Das ist da mitten im Schneegebiet? Ja. Nee, sag an, 75, wo? Hey! 45. 75, 45, alles klar. Aber wer ist denn der ständig Feuer spuckt? Alter. Ero. So toll das Weil ist, aber irgendwann ist es auch mal ein bisschen... Nee. Alter, erstmal wieder Scheiße. Viel Spaß noch. Jo, danke, euch auch. Knickknacke, weißt du, Bescheid, Junge. Denk dran, Lattenrost ist teuer. Jetzt gibt's Geburtstags, jetzt gibt's kein Geburtstagsständchen. Doch, jetzt gibt's Geburtstagsständchen. Alter. Oh, die arme Waschmaschine. So. Ich fliege jetzt, wen fliege ich jetzt nach überhaupt? Ich sehe gerade nur alles schwarz. Okay, vielleicht solltet ihr doch mal lieber Feuer spucken. Ja. Dort oben ist der Snow, also. Wer ist denn das hier? Mit Drachrad Ladehemmung ist hier vorher nicht mehr. Ja, ich auch. Cool. Na super. Warte mal, ich mach mal meine Fackel an. So. Ich bin nackt, ich hab keine Fackel. Weiß einer, wo mein Vögelchen ist? Keine Ahnung. Welches? Welches? Das 200 und Vieh? Was für Vieh? Peter. Ein weißer Peter. Ich hab keinen Peter. Keine Ahnung. Ich bin auf Jet unterwegs. Ich bin auf Tor unterwegs. Also die letzten zwei Wochen waren nur die Pterodons, die wir so haben. Wie fehlt denn der Base? Ich verstehe das voll. Stand da alles gerade aus, Onkel. Da, ja? Hier in diese Richtung, wo man ja, jetzt fliegt. Ich flieg da einfach nach. Mach. Na los. Gib du Gas, weil ich bin schneller. Angeber. Onkel, du guckst den Stream ja noch, richtig? Ja, dann sind wir schneller da. Ist ja gerade doch komplett verlustfrei, weil bei mir wird der als orange gerade angezeigt. Ja, Moment, da muss ich aber als grün. Warten. Wie sieht's denn da unten aus in Sachen Erfrierungsgefahr? Coca-Cola. Das ist stimmt. Alles in Ordnung, alles normal. Oh ja. Mein Feuer ist immer noch kaputt. Ja, wundert mich. Bei dir hab ich's gerade gesehen. Vielleicht stelle ich mal die Pufferzone hoch. Ja, deswegen lass es bei YouTube lieber auf 720p im Stream, weil das bringt ja nichts. Das geht aber. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Außerdem speichert er das dann ja auch an 720, wo? Deswegen ist das ein bisschen doof. Er fliegt hier mit einem Drachen vor mir her. Achso. Hä? Oh. Jan, bleib mal stehen. Okay. Das bin ich. Alles gut. Okay. Was ist der Onkel? Okay. Ah, ich hab mein Feuer wieder. Ich auch. Das Gebiet abhängig wahrscheinlich. Warte mal, ich muss landen. Nee, das, die haben ab und zu einen kleinen Bug. Achso. Muss landen? Okay. Ja. Mach ich drüben auf den Felsen. Okay. Wenn ich hier mal nicht erfriere. Wir fliegen schon zur anderen Seite noch. Ich friere mit Sicherheit auch, weil ich bin nackt. Nackt. Kannst du meine Rüstung haben? Nero, ich nehme mal deinen Negro, ne? Jo. Dynamo, du wirst ja wohl nicht ein schlechtes Gewissen haben. Nö. Nö, ne? Du machst ja kaum welche. Aber so, gerne, was war jetzt hier? War jetzt hier eine Höhle oder was war hier? Bist durch einen Map-Bug, Dungeon. Die ein bisschen
Unterstützung zu geben, da ich dich mag und bis bald. Also, hier ist gerade alles voll mit. Ist aber nett, dass du mich magst. Ja. Rex. Wenigstens einer. Das war ein blöder Bug halt. Keine Ahnung, was das war. Onkel, bist du auch blöder Bug? Nein, ich bin doch hier. Okay. Wir können aber weiter fliegen. Ja, ich. Also, ich bin schon da. Ich bin bei 75, 35, 45. Das waren ja, irgendwo da in der Nähe. Toleranz 20 Kilometer. Ich sehe aber keinen, niemanden. Ja, ist auch keiner Kai. Feuer. Eigentlich müssen wir ein Stück nach links fliegen. Langsam. Der Meinung, oder? Ich habe keine Ahnung, ich sehe ja niemanden mehr. So fliegen okay, wir. Hier, hey, wir waren doch gerade neben dir gewesen. Ja, das, ach, das bist du, Dynamo, okay? Und der Drache ist Nero. Ja. Ach so. Ach, ihr seid schon viel weiter, okay. Hm. Ich glaube, ich habe ein Stück nach links fliegen. Ich habe zumindest irgendwas gefunden, was aussieht wie ein Eingang. Schneegebiet, glaube ich. Komm, dort ist das Schneegebiet. Zumindest sieht's ein bisschen komisch aus, weil hier ist alles so ein bisschen. Ah, nee, ich habe einen Eingang. Alter, sieht ja geil aus. Wo geht der denn hier rein? Noxi, noch nicht reingehen. Nee, ich muss erstmal den richtigen Eingang finden, also vorne. Hä? Du wirst verstehen. Ja, wo ist denn das Loch? Warte, ich fliege ein bisschen höher. Ich bin direkt auf der. Moment. 79, 47. Wie du sagtest, plus minus 20 Kilometer. Ja, sag also, ich es doch. Es ist kein Loch, es ist. Ich bezeichne es eher als Futtertrog. Mann, jetzt ein. Boah, warte mal, leck. Dynamo, du weißt doch, wo der ist, oder? Weil ich dir jetzt gerade nachfliege. Ja, also, Jan über das Datum. Jan, gesagt, 75, 45 und da wollte ich jetzt immer hinfliegen. Ja, so. Genau. Ja, 75, 45 und dann ein bisschen nach Südwesten. So. Osten. Ja. Bip, 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 bip. Pass auf, beim nächsten Ton, den ich anspiele, auch nur anspiele, klopft an der Tür. Hallo, GEMA? GEMA Bier holen. Ich glaube, also dem Geburtstagständchen ist der Part ist echt langweilig, du. Also wir fliegen. Und ich hab kalt! Ist doch nicht langweilig, auch. Ist doch episch. Halt hab ich auch. Ja, wo seid ihr denn? Wo bist du denn? Ja, ich bin direkt über der Höhle. Ich bin fast da. Muss ihn nur finden. Ich spuck hier ein bisschen Feuer, damit ihr wisst, wo ich bin. Ah! Leg mal, Ach, in dieser Einhöhle, wo wir waren. In welche Richtung muss ich denn ungefähr? Ja. Bei welchem Berg? Also, ich kann es genau sagen. Bei dem ganzen Nordosten von der Karte. Bei welchem? Im Nordosten von der Karte? Ach da, okay. Ja. Nordosten? Ich fliege einfach zur 8045. Also recht da unten diese eine Nische, weißt du? Wenn du diese eine Einkuhlung, die du hast. Gut, es gibt sogar eine Einkuhlung. Okay. Ach da, okay. Man ist nicht von Haus aus cool, man muss erstmal eingekühlt werden. Nein, man muss eingekodet werden, damit man kodieren kann. Code? Der war schlecht. Dir wird auch schlecht sein, wenn du eingekodet bist. Mhm. Oh, oh. Ist denn du schon wieder? Hier gibt's. Hat einer irgendwas im Hintergrund an? Also ich muss kurz. Was? Was? Ja, ich habe einen Drachen gefunden. Was meinst du? Dann machen wir eine Pause. Noxi, das bist du! Ja. Wusste ich doch, dass da irgendwas ist. Hä, von was redet ihr denn? Ich kann es nur nicht erkennen, was das sein soll. Hä? Ich höre nichts. Was denn? Sergeant, alles gut bei dir? Redest du mit uns? Bist du bei uns? Ja, irgendjemand, irgendjemand hat was im Hintergrund laufen gehabt. Nein, der Brian redet mit dir. Nein, den habe ich aus. Stamina ist voll wieder. Ach so, Möller, ich wollte dich auch noch was fragen. Weil ich konnte das Video nicht ansehen, weil es auf privat geschaltet wurde. Was hast du denn da jetzt genau gehabt? Ach, so ein schnubbeliges Video. Also ich konnte es angucken. Ja, jetzt könnt ihr es halt auch wieder angucken. Weil ein Kumpel, der sich damit auch auskennt, wollte sich das mal anschauen.
Okay. Kannst du nochmal einen Link über nochmal ins TS stecken, weil über Handy schauen ist immer doof. Und dieses Geflacker, ne? Ich hab stundenlang gesucht. Achter, hier ist ein zweiter. Ja, sorry, das war. Das ist hier. Ein Drache, den zähme ich mir sofort. Wo sieht denn hier Drachen? Alles klar, wir sehen uns in 5 Stunden wieder. Sind uns jetzt weggeflogen. Ja, ich hab gedacht, es ist. In 5 Stunden? Nein. In 5 Stunden? Ja, ja, ich hab für meinen ersten 4 Stunden gebraucht, für den anderen habe ich 5 Stunden gebraucht. Jan, nee, wenn er versucht, uns zu zähmen, dann dauert das länger als 5 Stunden. Da sitzen doch überall welche drauf, willst du das verarschen hier? Das sind doch überall, seid ihr doch, das sind doch eure Drachen. Hm. Mann, sag das doch. Wir sind alles Drachen, wir sind alles Drachen. Ja, ja, ich hab gedacht, by the way, ich jetzt haben wir endlich hier kommt, noch alles rein. So gefunden. Und dann sagt ihr, ja, lass die Drachen mal zähmen. Ey, Kinder, lass mal die Drachen hier oben. Toll, hab ich irgendwelche wilden Drachen gefunden. Lass mal die Drachen hier oben und gehen runter, oder wie war es, Mario? Hallo? Hallo? Absteigen, ja, Drachen, runter, oder? Drachen passen da sowieso nicht rein. Ich bin noch auf der Suche nach dem Eingang. Ich bin sofort da. Hier unten sieht's doch recht gut aus nach Eingang, oder? Also wenn ihr die lustige Eisschlucht meint, das ist es nicht. Oh nein! Ja, das ist bloß eine Eisschlucht. Das ist bloß. Was bye, bye, Noxy. Was war denn jetzt? Was war denn jetzt, Noxy? Bye, bye, Noxy. Es war glatt. Ah, hab's gefunden. Guck mal im Stream. Das war ein bisschen arg glatt. Oder? Hab ich's? Ich glaube, ich hab's. Ja. Ich bin jetzt auch bloß bei der Schlucht hier. Magst du mir denn die Koordinaten geben? Ungefähr. Also mein GPS sagt 76,43. Also doch da lang. Da hört man einmal auf Noxy. Und was macht was tut man? Man fliegt verkehrt. Schlucht. Ich komme mal zur Schlucht. Ich ja, das wäre gut. Was ist denn jetzt mit Noxy? Ist der jetzt ganz tot oder was? Ist ein bisschen nebelig hier. Ist der jetzt ganz ich bin da, ist alles gut. Ich muss halt nur irgendwie wieder da runterkommen. Drache 1, Drache 2, wo ist Drache 3? Wie kommst denn du hierher? Wie kommst du jetzt wieder hierher? Das verstehe ich nicht. Da ist Drache 3. Ei, ich hole mir jetzt irgendein Flügelfiech und segel da runter irgendwie. Ja, Part ist auch schon wieder vorbei. Das ist gut. Tut uns leid, dass es so langweilig war. Ach, ist doch nicht langweilig. Ein bisschen rumflyen ist doch geil. Oh. Ach, da ist halt nicht nur kloppen. Mal wieder. Noxy, bevor du losfliegst, bring was zu essen mit. Alles klar. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Horido. Tschüss. Tschüss.